Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Dreamlight Valley. So, wir haben noch eine Aufgabe und zwar müssen wir noch zu Goofy. Ah, Dagobert Duck steht auch hier. Aber Goofy müsste sich ja irgendwo hier hinten befinden eigentlich, ne? So, dann wollen wir mal die Spitzhacke nehmen. Dann wollen wir die Steine hier aus dem Weg räumen, damit man hier weiterkommt. Sehr schön. Mit den Steinen können wir wahrscheinlich auch verschiedene Sachen bauen. So, wir müssen jetzt halt nur Goofy finden. Der wird wahrscheinlich hier irgendwo in seinem Haus sein. Ich vermute mal ganz stark, dass das hier Goofys Haus ist. Da kommen wir noch nicht durch. Okay, da brauche ich 1000 von denen. Da bist du ja. Oh je. Vom schillernden Strand geht eine dunkle Magie aus, aber wir sollten nur Zugang zum Traumschloss verschaffen, bevor wir weiter erkunden. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun. Ja, ja, alles gut, alles gut. Ich schaue mich erstmal ein bisschen um. Hier gibt es nämlich nochmal diese leckeren Beeren, die ich mitnehme. Was ist das hier? Das ist auf jeden Fall noch eine Erinnerung. Und eine Truhe. Ja, die Truhe möchte ich auf jeden Fall aufnehmen. Und die Erinnerung auch. Bumm. Die Wiese ist ein schöner und friedlicher Ort mit sanftem Gras und einer angenehmen Brise. Perfekt für ein Picknick oder einen Spaziergang. Hier kann ich noch nichts machen, ne? Nee, nicht so richtig. Hier interagieren. Muss ich irgendwas reinlegen, aber da habe ich noch nichts dazu. Okay. So, unser Schweinchen kommt auf jeden Fall hinterher gerannt. Aufheben. Ja, hier gibt es Bananen. Nehme ich auf jeden Fall mit. Mein Inventar ist voll, ich kann nichts mehr nehmen. Okay, das ist natürlich schlecht. Für 5000 Gold, die habe ich noch nicht. Ich habe gerade mal 1000. Ablegen. Banane essen. Das kann ich auch essen. Dann mache ich das mal. Und dann nehme ich hier dieses Streamlight auf. Okay. Was kann ich damit machen? Kann ich das vielleicht... Kann ich das vielleicht hier hinten reinstecken? Nee, das geht auch nicht. Das passt auch nicht da hinten rein. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal zu Goofy rein. Der müsste ja eigentlich hier sein, oder? Ah ja, ja. Wusste ich doch, dass Goofy hier ist. Okay, was haben wir hier? Benutzen. Erde und Gemüsesamen. Fruchtbare Erde kann ich fünfmal... Ach so, aus fünfmal Erde kann ich einmal fruchtbare Erde herstellen. Okay. Individueller Wegweiser, Möbel, Zäune, Kopfsteinpflaster. Ah, cool. Brauchen wir jetzt aber noch nicht, denke ich mal. Wir haben noch einen Inventarplatz frei. Ich vermute mal ganz stark, dass wir den brauchen, wenn wir auf Fische fangen. Hey, guckt mal, Mickey angelt schon da. Hey, da ist ein Hoppelhäschen. Hey, renn ich weg. Das nehmen wir alles mit. Ich vermute mal, da wo die Blubberbläschen sind, können wir auch später angeln. Und hier haben wir eine Angel gefunden. Angelexpedition. Hey, da ist Goofy. Hallo, Kumpel. Wie wär's mit einem Plausch? Gerne. Möchtest du dies weitergeben? Na klar, na, wie geht's? Du bist doch kein unheimlicher Fremder, oder? Du bist nur ein Freund, den ich noch nicht getroffen habe, richtig? Natürlich bin ich ein Freund.
Puh, das beruhigt mich. Es ist wirklich lange her, dass ich jemanden anderen zu Besuch bekommen habe. Seit sich der Himmel verdunkelt hat und die Nachtdrohnen gekommen sind, warte ich darauf, dass jemand vorbeikommt. Aber jetzt bist du ja hier. Yeah. Wir werden gute Freunde sein. Ich weiß es einfach. Wenn das nicht zu aufdringlich ist. Haha, es gibt so viel, was ich dir zeigen möchte. Das ist mein Strand. Wir müssen ihn allerdings erst aufräumen. Oh, und wir können auch angeln gehen. Natürlich muss ich erst meine Glücksangel finden. Nur mit der Ruhe, Goofy. Ich habe deine Angel schon gefunden. Es gibt nur ein Problem. Sie scheint kaputt zu sein. Danke, Silke. Lass das noch mal sehen. Ah, sie war nur mit Algen verheddert. Aber jetzt ist wieder alles in Ordnung. Jetzt, wo ich meine Glücksangel wieder habe, gebe ich dir diese. Die ich nach dem Vergessen gefunden habe, damit wir zusammen angeln können. Ich glaube, sie gehört unserer alten Herrscherin. Hey, sieh mal, sie scheint dich zu mögen. Weil ich so magisch bin, weil ich gut angeln kann, das ist seltsam, ich bin nichts Besonderes. Das muss es sein, du scheinst wirklich magisch zu sein. Hier, bitte sehr, sie gehört dir. Dum, 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 dum. Hier, noch ein cooler Hut, damit du wie ein richtiger Angler aussiehst. Okay, einen Angelhut haben wir auch bekommen. Was hältst du von dem Hut? Ziemlich schick, oder? Er ist wirklich schick. Ganz nett. Schön, dass er dir gefällt. Also gut, ich zeig dir, wie du deine neue Angel benutzen kannst. Yeah, da haben wir alle Gegenstände. Angelroute freigeschaltet. Okay, angeln. Mit der 4. Okay, halte gedrückt, ziehe auf die Wellen, um sicher zu gehen, dass du etwas fängst. Drück jedes Mal schnell die linke Maustaste, wenn der Kreis grün wird. Okay. Flieg mal hin. Dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal das wieder weg. Und dann angeln wir mal. Okay. Ah, okay, nee. Da muss ich rein. Okay. Und dann immer die linke Maustaste drücken, wenn der Kreis grün wird. Alles klar. Okay. Sehr cool. Eine Regenbogenforelle haben wir gefangen. Mein Inventar ist voll. Na, großartig. Was schmeiße ich denn raus jetzt hier? Die ganzen Blumen müsste ich mal rausschmeißen. Die Cracker könnte ich noch essen. Komm, das legen wir mal ab hier. Ich nehme mal das mit Algen. Ugh. Okay, Goofy. Na sowas, du bist ja ein Naturtalent, Silke. Das hat Spaß gemacht. Das stimmt. Und nützlich ist es auch noch. Du kannst deinen Fisch an meinem Strand, an meinem Stand verkaufen. Das heißt, sobald wir ihn wieder eröffnet haben. Meinetwegen. Okay. Alles klar. Folge Goofy zu seinem Strand. Ach so. Zu seinem Stand, nicht zu seinem Strand. So, dann nehmen wir das mal weg. Ja, was kam da raus? Okay, wollen wir den reparieren, Goofy? Ui, ich schätze, er ist etwas heruntergekommen, als ich dachte, aber das macht nichts. Onkel Dagoberts Baufirma kann das in Ordnung bringen. Du kannst das Schild benutzen, um ihn zu rufen. Bis bald! Okay, dann wollen wir das mal freischalten. Ah, es wird Zeit, dass Goofy diesen Ort auf Vordermann bringt. Ich bin froh, dass du ihm hilfst. Kommen wir nun zur Sache. Goofy kann diesen Verkaufsstand ohne weitere Kosten haben, da das Tal ihn braucht. Aber nächstes Mal werde ich nicht so großzügig sein. Was meinst du? Ja, los, lass uns den Stand wieder herrichten. Goofys Verkaufsstand ist ab sofort geöffnet. Wenn du an eine andere Immobilie interessiert bist, lass es mich gern wissen. Berühre einfach das Schild daneben. Alles klar. Goofys Verkaufsstand ist wieder da. Und da kann man Sachen verkaufen. Sei im Tal aktiv, sammle Ressourcen, verkaufe Goofys und ich halte Münzen. Wollen wir mal schauen. Oh, hallo mein Freund. Ich möchte verkaufen. Meine Nachbarn sind toll. Okay, also. Das möchte ich verkaufen, das möchte ich verkaufen. Blumen schmeiße ich erstmal alle raus hier. Die Regenbogenforelle müsste ich verkaufen. Die Alge, Steine und das behalte ich mal noch. Die Erde behalte ich auch mal. Die verkaufen wir auch. Und dann schmeißen wir das nämlich. Obwohl, warte mal, die Erde können wir auch rausschmeißen. Steine kann ich auch rausschmeißen. Da kann ich eigentlich genug. Na, warte mal, die Möhren behalten wir mal.
Das behalten wir auch alles. Okay. Was kann ich bei dir kaufen? Ach, Salat und Weizen. Nee, das möchte ich nicht. Okidoki, bis zum nächsten Mal. Alles klar. So, einmal Kiste öffnen, bitte. Und da haben wir wieder was bekommen. Und was liegt hier jetzt rum? Hey, das kann ich doch gerade ansehen. Eine weitere Erinnerung, ne? Oh, mit Goofy soll ich auch nochmal sprechen. Alles klar. Unterhaltsame Rivalität in letzter Zeit. Dagobert kann beim besten Willen nicht herausfinden, warum Goofys Verkaufsstand mehr Profit macht. Goofy hat angefangen zu versuchen zu helfen und das ist genauso lustig, wie Goofys Hilfe immer ist. Okay. Also verbessern kann ich den noch. Sei gegrüßt, Nachbar. Die Verbesserung dieses Verkaufsstandes wäre eine gute Investition. Goofy könnte mehr Produkte kaufen und verkaufen, sodass du mehr Verbesserungen im Tal vornehmen könntest. 500? Oh. Ja komm, machen wir mal. Lass uns anfangen, diesen Verkaufsstand zu verbessern. Okay, jetzt verkaufst du auch Samen. Und du verkaufst wahrscheinlich noch mehr Sachen, ne? Hallo, Kumpel! Okay, die Bündel kann er nicht. Okay, alles klar. Okay, bis zum nächsten Mal. Meinetwegen. Und da schauen wir erstmal rein. Goldorangenes Kleid haben wir bekommen. Okay, warte mal, barfuß wollen wir nicht gehen. Wow. Schick. Angelhut. Oh ne. Und diese komischen Ohren. Und diesen Mini-Rucksack. Ja, der passt besser zu diesem wunderschönen Kleid. Okay, können wir ein bisschen Gartenarbeit machen mit dem Kleid. Alles klar. Wir zaubern hier aber erstmal noch so ein bisschen das Vergessen weg. Und dann. Du könntest etwas Hilfe gebrauchen. Ja, Goofy, alles klar. Ich helfe dir mal. Ich rede einfach mal mit dir. Schön, dich zu sehen. Hey, danke für alles, Silke. Du hast meine Angel gefunden und mir geholfen, den Stand herzurichten. Du bist eine wahre Freundin. Alles, um dem Dorf zu helfen. Ich tue alles, um meinen Freunden zu helfen. Ach, was soll's. Ich bin wirklich stolz darauf, dein Freund zu sein. Hier ist eine Kleinigkeit, um dir zu zeigen, dass ich dich schätze. Es ist eine kostenlose Probe einiger der Samen, die es auf der Wiese verkaufe. Okay, Weizen und Salat und Karotte. Ich habe ständig neue Samen im Verkaufsstand, also komm vorbei, wann immer du willst. Du könntest sogar ein Investor sein und mir helfen, ihn noch besser zu machen. Dann könnte ich noch mehr Saatgut verkaufen. Angel-Expedition erfolgreich. Sprich mit Merlin, triff dich mit Merlin am Traumschloss und sprich mit Dagobert Duck. Ja. Okay, das wäre unsere nächste Aufgabe. Jetzt müssen wir nur mal schauen, wo Dagobert hinten ist hier. Da hinten ist auch noch so ein schönes Häuschen. Das Problem ist natürlich. Ich wollte hier eigentlich noch ein bisschen erkunden, ne? Okay, was haben wir hier? Das ist auch eine Pflanze, die wir mitnehmen können. Ah, ich bin wieder zu müde, aber alles gut. Ich esse mal so eine Kekse. Da bin ich nämlich voll. So, weg damit und einmal an die Kiste. Okay, gab nur eine Münze, aber ist in Ordnung. Herstellungsrezept. Kleine grüne Truhe. Da unten komme ich noch nicht weiter. Hier gibt es jede Menge Blumen. Hier haben wir noch so ein Bündel. Da kann ich auf jeden Fall mal reinschauen. Da gibt es nämlich neue Sachen, würde ich sagen. Rote Röhrenjeans. Okay, ich bleibe aber erstmal noch ein bisschen bei dem Kleidchen. Hier kann ich noch nichts machen.
Wir haben soweit alles befreit. Hinten ist noch eine Truhe. Mit einem weiteren Bündel drin und einem neuen Gegenstand wahrscheinlich. Rote Hochleistungsturnschuhe. Yeah. Rote Hochleistungsturnschuhe. Die ziehen wir an. Die sieht man unterm Kleid sowieso nicht, weil da rennen wir nämlich nicht mal barfuß rum hier. Okay. Ich hab wirklich Glück. Meine Nachbarn sind voll. So, was ist das hier? Irgendwas könnte ich hier aufheben. Ach, das ist diese alle Erde, ne? Und das ist ein weiteres Puzzlestück. Ich dachte mir schon immer, dass dies ein schöner Ort für einen Garten wäre. Ja, das stimmt. Da unten komme ich noch nicht weiter. Das sieht aus wie eine Bibliothek hier oder so, ne? Hier können wir erstmal alles entfernen. Nee, ich will dich nicht streicheln. Ich möchte hier... Ich möchte das alles wegmachen, ja. Sehr schön. Na, dann machen wir das hier hinten auch noch weg, komm. So. Karottensamen. Da liegt noch ein bisschen Holz. Die Münze sammeln wir noch ein. So. Und den Stein. Wollen wir da noch reingehen? Oder... Ist das so noch ein Brunnen? Kann ich den irgendwie entfernen? Also den Brunnen irgendwie befreien, damit man den wieder benutzen kann. Ich auch kein Schild oder so. Warte mal, hier nach oben komme ich halt auch, ne? So. Die Steine kann ich, denke ich mal, auch alle irgendwann dann verkaufen bei Goofy. So, oh, jetzt sind wir da bei unserem Haus, glaube ich, oder? Und wir entfernen so viel von dem Zeug, wie es geht hier. Ne, wir sind bei Mickys Haus. Wir sind bei Mickys Haus. Da können wir uns auf jeden Fall unsere Energie gleich wieder auffüllen. Schwuppdiwupp, das Gold nehmen wir auf jeden Fall mit. So, das nehmen wir mit. Karotte nehmen wir mit. Hier könnten wir jetzt buddeln. Und geringe Nachtscherbe. Okay, gut, gut, gut. So, Äpfel nehmen wir mit. Und unsere Sachen hier können wir auf jeden Fall auch... Nee, hier will ich erstmal nichts. Nein. Das möchte ich erstmal alles ernten. Wunderbar, die Erde brauche ich, glaube ich, nicht. Und Dagobert ist hier oben. Okay. Machen wir erstmal noch um Mickys Haus hier ein bisschen Ordnung.
schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, die Steine. Dagobert Duck ist dort. Ja, wird's doch langsam, wird's hier doch wieder richtig schön und gemütlich, ne? Schaut mal, hier bei unserem Haus und so haben wir schon dieses ganze Vergessen fast komplett entfernt. So, jetzt geht mal mit Dagobert. Einen schönen Tag noch! Gut gemacht, Silke. Gugis Laden hat wieder geöffnet. Also kannst du dir etwas dazu verdienen. Wenn du bereit bist, in meine große Wiedereröffnung zu investieren, kannst du einfach das Schild neben meinem Laden verwenden. Auf Wiedersehen und bis bald! Okay, hallo. Freischalten. Bist du bereit zu investieren? Sobald ich den Laden eröffnet habe, kannst du jede Menge Möbel und Kleidung kaufen. Na klar, für 1000, die hab ich doch. Endlich, die große Eröffnung steht an. Oh yeah. Schön, 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 schön. Welch ein Glück, ich bin wieder im Geschäft. Jetzt brauche ich nur noch Kunden. Oh, und eine gute Investition muss ich natürlich lohnen. Diese Münzen sind für dich. Kauf dir etwas Schönes. 400. Oh, sehr gut. Da habe ich wieder 1000. Komm herein und sieh dich um, Silke. Wenn du nicht siehst, dass du kaufen möchtest, dann sag mir Bescheid und wir nutzen mein patentiertes Liefersystem. Auf Wiedersehen und bis bald. Alles klar. Kauf etwas in Dagobert Ducks Laden. Dann wollen wir uns mal umschauen, was wir hier kaufen können. Schöne Kleider. Oh. Ich glaube, hier zu leben ist eine wunderbare Sache. 4000 ist ganz schön. Oh, da senden sein Geldspeicher, ne? Hey, das ist hier von Die Schöne das Biest. Ein Schiff, ein Kaffeeautomat. Mal nach oben komme ich noch nicht, aber hier haben wir eine Truhe gefunden. Mein Inventar ist schon wieder voll. Das gibt's doch gar nicht. Einmal ablegen. Ja, ich weiß. Ich benutze das mal. Oh, Holzkettenanhänger. Den können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ich glaube, hier zu leben ist eine wunderbare Sache. Oh, das ist alles das, was... Das ist alles das, was auf jeden Fall zu dem Kleid passt. Ohrringe und Kette. Sehr schön. Okay, was kaufen wir denn hier jetzt? Was ist das? Ein Computer. Sei gegrüßt, Nachbar. Schlafzimmer, Büro, Desktop-PC. Okay, Ralf reicht's. Aha, aha. Auf für 288. Wow. Okay, er gehört uns. Freundlichen Dank. Super, du hast es geschafft. Sieh nach, was Dagobert Duck denkt. Alles klar. Ah. Nee, ich möchte nicht die Maschine von Cinderella kaufen. Auf Wiedersehen und bis bald. Ich möchte mit dir reden. Mhm. Ich habe eine hervorragende Investition, Silke. Du wirst es nicht bereuen. Schau am besten öfter mal in meinem Laden vorbei. Ich bekomme jeden Tag neue Waren. Das ist ein gutes Geschäft. Und natürlich, ich weiß genau, wie man meine Kunden glücklich macht. Schließlich bin ich Dagobert Duck. Und wir sind ein Level aufgestiegen, maximale Energie erhöht. Und einen Zaun habe ich bekommen als Belohnung. Oh, das Kleid sieht schön aus für 800. Sehr gut. Na, erweitern für 5000. Ne, das reicht halt noch nicht, ne? Okay, Dagobert, ich werde auf jeden Fall später nochmal zu dir wiederkommen. Was haben wir denn hier Schönes? Perücke, Schuhe. Hey, das ist Captain Jack Sparrow hier, der Hut. Der kostet aber 10.000, so viel habe ich nicht. Okay, ich denke mal fast... Eine Minute Zeit. Hast du schon eine Aufgabe für uns, oder was? Hallo! Ach, Silke, ich habe mir gerade meine Quadratzahlen angesehen. Uff, die sind katastrophal. Ich bin am Ende. Beruhig dich. Mich beruhigen? Was fällt dir ein? Es ist mein gutes Recht, mich so stark aufzuregen, wie ich möchte. Der Laden ist geöffnet, aber ich habe keine Kunden. Wenn ich nicht schnell handle, ist mein Vermögen verloren. Was brauchst du denn? Also, als allererstes müssen wir die Bewohner von Dreamland Valley wissen lassen, dass mein Laden wieder geöffnet hat. Ich könnte dir helfen, Werbung zu machen. Das wäre fantastisch. Ich würde es selber machen, aber ich bin Dagobert Duck. Die Leute sehen mich als Stütze der Gesellschaft. Ich kann mich im Dorf nicht wie eine wandelnde Werbetafel zeigen.
Für diese Ausgabe bist du gut geeignet. Zieh ein Outfit an, mit dem du dich das Dorf geht und für meinen Laden werben kannst. Freundlichen Dank. Okay. Zieh das Wirbeltier von Dagobertag an. Na, großartig. So. Machen wir es erstmal so. Hey, ich habe einen Job für dich. Hi, du trägst das T-Shirt. Sehr gut. Fantastisch wie immer. Ganz okay. Du gewinnst auf dem Laufsteg. Vielleicht keine Preise, aber du wirst für meine Zwecke genügen. Aber stehst du hier noch rum? Ich weiß schon von meinem Laden. Du musst im Dorf herumlaufen, um die Nachricht zu verbreiten. Wenn du schon mal da bist, könntest du etwas Weichholz besorgen und hier zurückkommen. Wir müssen ein paar Schilder aufstellen. Auf Wiedersehen und bis bald. Sammle Weichholz rund um das Dorf. 6 von 12. Okay, was ist Weichholz? Drücke Escape, um das Sammeln wieder aufzuheben, erfahren, wo du Weichholz findest. Aha. Okay, was ist Weichholz? Misch Kleidungsstücke, Möbelsets, Zutaten. Na guck, Zutaten sind ja halt nur zum Essen, ne? Das ist Hartholz, Weichholz. Ah, okay, das sind diese komischen Dinger, alles klar. Das müsste ja eigentlich das hier sein, ne? Ja. Gut, Dagobert, ich sammle für dich mal noch ein bisschen Holz. Kein Problem, warum auch nicht. Kann ich eigentlich auch rennen? Nee. Nur nicht vergessen, Zeit ist Geld. Ja, ja, alles. Alles gut, alles gut. So, wir können hier ein bisschen was entfernen noch. Da liegt auf jeden Fall noch Holz rum. Ja. Wir müssen das hier auf jeden Fall wieder schick machen. Oh, hier hinten liegt noch jede Menge Holz rum. Okay. Die Energieanzeige wird ja sowieso erhöht, von daher. Was haben wir denn? Müssten eigentlich 12 gewesen sein, ne? Hier gibt's aber noch hier so ein Zeug, ey. Um den Laden rumdrum. Das muss ich alles noch wegkriegen. So, die Münze. Das. Und das beides machen wir noch weg hier. Sehr gut. Okay. Und irgendwo hatte ich so einen roten Felsen gesehen. Mein Inventar ist schon wieder voll. Großartig. So, benutzen. Was bekommen wir für einen Gegenstand? Gelbe Mickey-Turnschuhe, sehr schön. Hier haben wir definitiv noch ein bisschen Holz. So, vielleicht habe ich keine Energie mehr. Aber das ist nicht so schlimm, weil ich bin ja hier in der Nähe von unserem Haus. Theoretisch gesehen, essen kann ich ja auch was. Oh Junge, heute ist es aber schön. Heute ist es schön, ja. Also, essen, 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 essen. Sehr gut. Warte mal, hier liegt noch eine Münze rum. Ah,
Ah, hier wird's so langsam, wird's hier wieder schön. Ich will aber auch nicht jetzt die ganze Folge hier diese Dinger wegmachen, ne? Aber für die Münzen macht man das ja, ne? Hallo du! Danke, Kumpel! So. Okay, zu Dagobert Duck sollen wir zurückkehren. Ah, da hinten ist so ein... Da hinten ist so ein Stein, genau. Den wollte ich... Ah, der kriegt mehrere Schläge. Ein weiteres Rezept bzw. eine Erinnerung. Okay. Der Hauptplatz ist das Herz von Dreamland Valley. Hier versammeln sich alle Bewohner des Tals, um einander zu helfen, wenn es nötig ist und bei jeder Gelegenheit zu feiern. Okay. Mein Inventar ist voll. Ja, alles gut. Was kann ich denn essen? Ich habe 3 Bananen. Ich habe noch einmal Kekse. Habe ich gleich nochmal richtig Energie getankt hier. Jetzt werden wir mal schauen, dass wir die restlichen Dinger hier wegkriegen. Mein Inventar ist voll. Was gab es denn da, was ich noch nicht hatte? So, Karottensamen, da habe ich, glaube ich, denke ich mal, genug. Ne, 50, okay, mehr geht nicht. Was ist das hier? Kann ich wahrscheinlich bei Goofy verkaufen im Laden. So, Dagobert. Hallo! Genial, nachdem du das Holz gesammelt hast, können wir damit beginnen, die Schilder herzustellen. Du kannst meine Werkbank im Laden benutzen. Ich möchte, dass du ein paar Schilder herstellst und sie überall im Tal aufstellst, damit andere wissen, wo mein Laden ist. Freundlichen Dank! Okay, also. Du hast eine Werkbank hier und ich soll Schilder herstellen. Da hinten ist die Werkbank. Stelle 4 Schilder für Dagobert. Okay. Individuelle Wegweiser. Hier sind Dagoberts Schilder. Okay, warte mal, da stelle ich jetzt mal 4 Stück her. Sehr gut. So, Dagobert, hier, ich habe deine 4 Schilder. Sei gegrüßt und herzlich willkommen. Dagobert Ducks Grüße wieder. Was soll ich mit den Schildern machen? Damit meinen Laden bewerben, natürlich. Ich hänge die Schilder überall im Dorf auf, egal wo. Auf Wiedersehen und bis bald. Okay, verteile die 4 Schilder. Wie mache ich denn das jetzt? Ah. Okay, ein Schild habe ich schon verteilt. Nee, da will ich noch nicht hingehen. Oh, ich kann mich auch schneller bewegen. Sehr gut. Aber das sollten eigentlich 2 Schilder gewesen sein. Nur, dass du es weißt. Ich habe ein paar neue Waren. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Ich möchte erstmal deine Schilder verteilen, mein Guter. So, dann würde ich sagen, packen wir hier hinten auch noch eins hin. Ich kann mich doch schneller bewegen, habe ich gerade rausgefunden. So. Suchst du nach Holz im Menü, findest du... Okay, sprich mit Dagobert. Sag mal, hier sind noch so eine komischen Dinger. Ja, hier ist noch einiges. Ach, hier war auch dieser komische... Stein, den ich gesehen habe. Mein Inventar wieder voll, alles klar.
Wahrscheinlich kann ich die verkaufen oder hier unten benutzen. Muss ich gleich mal schauen. Und dann ist die Folge nämlich auch schon noch vorbei. Die geht nämlich schon wieder ziemlich lange. Nee. Damit kann ich auch noch nichts machen. Okay. Und dann flitzen wir mal zu Goofys Laden und ich möchte gerne was verkaufen. Na, wie geht's? Okay, das möchte ich verkaufen, das möchte ich verkaufen. Die Steine möchte ich verkaufen, das Holz nicht. Das. Das. Die Samen behalte ich mal. Obwohl, die Beeren kann ich auch verkaufen. Salat. Möhren. Weizen. Ich habe ja noch Samen dazu. Okay. Das war's. Mehr möchte ich nicht. So, die packe ich hier unten hin. Die Samen packe ich hier hin. Und so. Die Äpfel brauche ich zum Essen. Alles klar. Goofy, ich muss wieder weg. Mal durch hier. Hui. Wie wär's mit einem kleinen Plausch? Ja, komm, wir müssen nochmal sprechen. Sei alles gegrüßt, gut. Nachbar. Hat es geklappt? Unsere harte Arbeit zahlt sich aus. Im Laden war den ganzen Tag viel los. Wir sind ein ziemlich gutes Team, das stimmt. Ich helfe gerne. Aber wenn du so weitermachst, könntest du eines Tages ein Vermögen besitzen, das fast so groß ist wie meins. Hier ist eine Kleinigkeit, die du dir in dein Haus hängen kannst, als Anerkennung für deine Investitionen in meinem Laden. Jetzt gibt es nur noch eine Sache zu tun. Lass uns die Vorderseite des Ladens ein wenig verschönern. Gerade genug, um zu sagen, ist ein bisschen bescheiden, findest du nicht? Aber vielleicht ist das genau das Richtige. Zu viel Extravagantes könnte die Bewohner des Dorfes verkraulen. Warum sammelst du nicht ein paar Blumen für Blumentöpfe, mit denen du die Vorderseite des Ladens schmeckst? Hier sind die Töpfe, die du in die Blumen stellen kannst. Okay. Auf Wiedersehen und bis bald. Blumentöpf, okay, Löwenzahn, violettes Bart. Okay, warte mal, Möbel. Löwenzahn soll ich sammeln. Okay, wo kriege ich denn jetzt Löwenzahn her? Ich habe meine ganzen Blumen gerade verkauft, ne? So, das ist nicht so eine Blume gewesen. Okay, ist ja egal. Ich werde jetzt zweimal Salat hier pflanzen. Hey, dann ist der drüben. Nämlich weg. Ja, ja, alles gut, Mickey. So. Sehr gut. Löwenzahn. Ich schau mal ganz kurz. Ja, wir müssen dann auf jeden Fall vielleicht in der nächsten Folge erstmal zu Merlin gehen. Aber ich gehe jetzt erstmal ins Häuschen. Häng das Möbelstück auf hier, was wir von Dagobert Duck bekommen haben. Nein. So, die passt dort rein. Und dann haben wir sogar noch so einen PC bekommen. Den kann ich aber da nicht hinstellen. Da brauche ich auf jeden Fall erstmal einen Tisch, ne? Oh, das ist so ein großer Tisch. Den stellen wir trotzdem mal in die Mitte. So. Und eigentlich müsste ich noch einen Stuhl davor stellen. So. Garderobe. Haben wir, glaube ich, erstmal nichts Neues, außer die gelben Stiefel. Das Shirt. Ja, die Hose ist auch geil. Aber ich finde halt die definitiv besser. Angelhut brauchen wir nicht. Strümpfe auch nicht. Kappe brauchen wir auch nicht. Okay, das reicht das mal. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen... kann ich den eigentlich benutzen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hier habe ich sogar noch Holz drin. Und Steine. Vielleicht kann ich da ja mit was bauen. Mal sehen. Bei den Pflanzen, die verkaufe ich. Okay, wir machen hier im nächsten Part weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Dann geht's weiter in Dream World Valley oder Dreamlight Valley. Macht's gut. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.